Guten Morgen und herzlich willkommen in den Live-Training-Räumen der European Training Academy heute am Mittwoch, den 5. Juni. Und ja, gestern ist der Markt ja mit Vollgas durchgestartet nach oben und wir wollen das Ganze ein bisschen einordnen. Wir hatten in unserem Marktkommentar gestern ja bereits diese Möglichkeit des Reboundes im S&P erwähnt und hatten auch ja, uns ein bisschen festgelegt, dass das wohl das wahrscheinliche Szenario sein dürfte, weil wir schauen es uns nochmal gerade an. Wir hatten, wenn wir uns den S&P hier anschauen, mit den Tiefkursen hier unten diese Unterstützung erreicht. Das war sozusagen nochmal eine deutliche Unterstützung und wir hatten durch den Sitzungsverlauf, der dazu führte, dass wir zum Ende der Sitzung eigentlich wieder etwas fester geschlossen haben und vor allem dadurch, dass wir die Bewegung abgeschlossen haben mit sogenannten schlechten Nachrichten, das heißt mit so ein bisschen einem Schocker, dass nämlich die großen Technologiewerte hier eventuell mal reguliert werden dürften und könnten. Ja, hat es dann einfach eine Wahrscheinlichkeit oder bestand die Wahrscheinlichkeit für eine Gegenbewegung. Soweit so gut. Gegenbewegung, jetzt hat sich diese Gegenbewegung gestern entwickelt. Ich gebe zu, weiter und größer als wir oder als ich es gedacht habe. Die Widerstandsbereiche von dem Sequenztrading können wir uns anschauen. Das wäre hier der erste Widerstandsbereich. Das heißt, wir hatten hier sozusagen eine mögliche Zielzone für die Gegenbewegung. Wir sind jetzt in den zweiten Bereich gegangen. Das ist dieser Bereich hier. Das heißt, wir sehen hier, da sind wir jetzt in dieser zweiten möglichen Zielzone für die Gegenbewegung angekommen. Wichtig an dieser Stelle ist vor allem jetzt, dass wir diese ganze Rallye einordnen. Ja, das war eine kräftige Rallye, aber wir können das hier eigentlich ganz schön sehen. Sie ordnet sich ein in einen Markt mit fallenden Hochs und Tiefs, also mit Down-Sequenzen. Hier gab es mal eine Gegenbewegung etwas größerer Natur. So, und wir sehen hier wieder eine Gegenbewegung etwas größerer Natur, aber das Ganze hat nur zu einer Unterbrechung des Trends geführt. Wir sehen hier, dass über diesem letzten Hoch, dieses kleine Zwischenhoch hier, das ist durchstoßen worden, aber wir haben keine Serie von steigenden Hochs und Tiefs ausgeweitet. Und jetzt ist es so, dass der Markt letztendlich, also oder dass gerade Bärmarkt-Rallyes die brutalsten und auch ja, die stärksten von allen sind. Und ich möchte euch, um das Bild ein bisschen einzuordnen, zwei Dinge zeigen. Ich beginne vielleicht mal mit der ersten wichtigen Sache. So, eine Sekunde, muss ich es gerade raussuchen. So. Und zwar, das ist hier die Situation für September, für die US-Zinsen. Und wir sehen hier mit der Kurve hier, das ist also diese Kurve, die ich jetzt hier betrachte, die hier so runter geht, diese lila Kurve, das sind entsprechend sind die aktuellen Zinssätze. Und wir sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Zinsen behalten, das sieht man hier schön in der Kurve, massiv nach unten gegangen sind. Wir sehen hier unter 20%. Wenn natürlich gleichzeitig, und das sehen wir hier, das sind hier die Grünen, das wäre eine Zinssenkung, dass hier für eine Zinssenkung die Wahrscheinlichkeit schon an die 50% gegangen ist und für sogar zwei Zinssenkungen, das ist hier diese andere Kurve, dass die auch gestiegen ist. Also insgesamt preist der Markt, und das ist, unterscheidet ihn eben von hier, von diesem Bild hier, unterscheidet es ihn eben, preist er eben hier zwei Zinssenkungen oder beginnt er zwei einzupreisen und bis zum Ende des Jahres wird das noch mehr. Also wir können das uns eben hier ganz gut das erklärt die Grafik hier ganz gut. Jetzt muss man dazu sagen, wenn ich hier einmal drauf gehe, für die nächste Sitzung, das ist hier die Juni-Termin, der in 15, 14 Tagen jetzt ist.
ist die Zinssenkung noch nicht eingepreist. Das sehen wir hier. Das ist die Current Target Rate, 82,5% Wahrscheinlichkeit, dass die so bleibt. Aber dann beginnt das Ganze schon zu kippen. Also in der Sommerpause wird selten was gemacht, aber wir kommen hier schon auf einen Zinscut für die Sommerpause und wir kommen für den Herbst sicher auf einen, vielleicht sogar bis zwei Zinscuts, je nachdem, was im Sommer passiert. So, das Ganze hat den Markt befeuert. Das heißt nach dem Motto, wow, geil, Zinsen sinken wieder. Und wir haben das ja auch in dem Chart von den T-Bonds immer wieder erwähnt, dass wir hier sehr optimistisch für die T-Bonds gestimmt sind. Das heißt, dass wir klar sehen, steigende Kursen, also sinkende Zinsen in den USA. Soweit ist die Geschichte gut. Und soweit wurde sie in den letzten 9 Jahren schon häufiger erzählt. Und was der Markt gelernt hat in seinem Reflex daraus ist, sinkende Zinsen, steigende Kurse am Aktienmarkt. Das ist seit 2009 so das Reflex-Pattern der Börsianer gewesen. Und es ist auch hier wieder aufgetaucht. Nur, ich denke, diese Situation ist etwas anders. Und dazu möchte ich euch ein zweites Bild zeigen. Das ist letztendlich spiegelt die Bewertung von dem Aktienmarkt wider. Denn mittlerweile, durch die vielen Rallyes, die wir seit 2009 gemacht haben am Aktienmarkt, haben wir eine nahezu wahnwitzige Bewertung des Aktienmarktes. Wir sehen hier auf dieser Grafik im Prinzip das Price-Earning-Verhältnis. Und zwar das Price-Earning-Verhältnis, hier ist es das Crestman PE, vergleichbar ist das allein mit dem Trailing Price-Earning von Schiller. Beide sind sehr, sehr ähnlich. Und was heißt das? Das sagt im Prinzip, wie viele Jahre muss man eine Aktie halten, damit die Gewinne diese Aktie sozusagen finanzieren würden, also die Unternehmensgewinne. Und wir sehen hier, das historische Durchschnitt war bei 14,3. Jetzt werden viele argumentieren, ja, das ist ja der historische Durchschnitt, wir haben aber jetzt ja eine ganz andere Situation, weil wir haben jetzt hier null Inflation und deswegen ist diese Grafik eben hier auch Inflation. Also wir sehen, hier haben wir verschiedene Inflationsphasen und wir sehen, das ist hier der grüne Bereich mit wenig und keiner Inflation und wir sehen auch hier, gibt es sehr viele unterschiedliche Bewertungen vom Aktienmarkt und wir landen auch hier eher in diesem Bereich von 14,3. Also das kann kein Argument sein. Das zweite Argument, was dann häufig gebracht wird, naja, es sind eben trotzdem auch andere Marktsituationen mit unseren Tech-Firmen und es ist eine New Economy 2.0 und die letzte New Economy, das seht ihr hier, das ist die Tech-Bubble gewesen, das war hier dieser Bereich. Und da gab es die gleichen Argumente und der Markt ist dann, viele können sich noch daran erinnern, nach 2000 deutlich, deutlich abgestürzt. Jetzt sehen wir hier, die aktuelle Bewertung des Aktienmarktes ist hier. Um das einmal in Relation zu setzen, einfach damit wir gar nicht uns mit Zahlen beschäftigen müssen, sondern mit historischen Zeiten. Ja, also da sind wir. Dann haben wir hier, da wo ich diesen Pfeil reinzeichne, da, das ist August und September 1929. So, das heißt, das war entsprechend hier die Bewertung zum Zeitpunkt, wovor dann die große Weltwirtschaftskrise begann, wo der Aktienmarkt ja auch entsprechend extrem überbewertet war. Was ich mit dieser Grafik sagen möchte, ist nicht, dass der Aktienmarkt jetzt hier unmittelbar fallen muss, weil so hohe Bewertungen kann er die ganze Zeit das haben wir auch gesehen, längere Zeit aufrechterhalten. Was ich damit aber sage, ist, dass wenn er fällt, fehlt es ihm komplett an Unterstützung von soliden Bewertungen an den Unternehmen, weil die sind einfach zu hoch und das führt uns jetzt zurück zu unserem Gesamtbild. Wir haben gesehen, wir sind hier immer noch angezählt vom Markt. Das heißt, die Bewegung gestern hat hier keinen Abstrich getan. Und wir sehen hier im Gesamtbild dem S&P erstes Top, zweites Top, drittes Top. Und wir sehen eben hier diese Korrekturphase, die eigentlich seit 2018 beginnt.
Und für uns immer noch das wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir mit dieser Korrekturphase hier nochmal den Abschluss finden, das heißt hier in einem langfristigen Chart zurücksetzen. Ich ziehe das Bild mal etwas größer auf, dann wird auch klar, dass die Bewegung jetzt gar nicht so brutal ist, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Wir sehen hier, das ist die Aufwärtsbewegung seit 2013 und wir gehen jetzt mal auf den Monthly Chart. So, das ist das, was hier passiert ist. Übrigens, ich habe ja eben gerade von dem Platzen der Tech-Bubble gesprochen. Das ist nach dem Platzen der Tech-Bubble passiert. Ja, an die Marke, das waren ungefähr 50%, was der Markt entsprechend zurückgekommen ist. Das war hier die Finanzkrise und wie gesagt, jetzt sind wir hier in einer Situation, wo wir, und da haben wir eben diese 2100, das wäre nur der Rücklauf auf die letzten Hochs, eine typische technische Reaktion von dem Markt. So, muss es so kommen? Natürlich nicht. Ich meine, wir haben keine Kristallkugel. Aber wir haben, und da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Ich habe eben davon gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen bei der Fed extrem gestiegen ist. Und erstmal hat der Markt das wieder als eine super gute Nachricht aufgefasst. Ja, Zinssenkung also rein in den Aktienmarkt. Nur, wir müssen uns mal die Frage stellen, wieso will denn die Fed die Zinsen senken? Und da stellen wir fest, dass wenn wir uns die ökonomischen Makroindikatoren anschauen, das heißt, wie verhält sich die Wirtschaft, wie läuft die Wirtschaft, dann haben wir fast in allen Bereichen haben wir mittlerweile schlechte Zahlen, deutlich schlechtere Zahlen, die sich weiterhin verschlechtern. Das ist übrigens auch gestern wieder nicht anders gewesen, können uns das mal anschauen. Das sind jetzt noch keine miserablen Zahlen, aber wir sehen hier ISM Manufacturing 52,8 erwartet, 53 erwartet, 52,8 der letzte. Wir sind nur bei 52,1 gelandet. Das heißt, nicht gerade rosig gute Zahlen, die wir hier gesehen haben. Eine Sekunde, falsche Richtung, von dem Fall geklickt. Wie sieht's aus? Wir sehen eben, wir haben hier wirklich deutlich schlechtere Zahlen in dem Makrobereich. Auch hier wieder, ich gehe mal gerade kurz hin, gestrige Tag. Factory Orders, also die Aufträge für Industrie, 1,3 previous. Forecast war jetzt minus 1, das war schon brutal. Naja, und dann ist die gute Nachricht, dass wir nur minus 0,8 ausfallen. Aber wir sehen, wir haben eine Verschlechterung und wir haben diese Verschlechterung bei ganz vielen Zahlen. Ich könnte jetzt hier die ganze Reihe durchgehen und das ist eben der Grund, warum man eben hier diese Zinssenkung bei der Fed forciert. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum das Ganze vielleicht nicht ganz gut zusammengeht. Auf der einen Seite kriegen wir eine schlechte Konjunktur. Wir haben sowieso große Bedrohungen für die Volkswirtschaften aufgrund von Handelskonflikten, die ja entsprechend aufgestellt sind. Das alles trägt nicht dazu bei, dass sich die Lage der Unternehmen verbessert, sondern eher verschlechtert. Jetzt hat der Aktienmarkt gestern positiv auf dieses Zinsszenario reagiert, weil man erstmal diesen üblichen Reflex, der seit 2009 gespielt wird, sinkende Zinsen, gut für den Aktienmarkt, weil natürlich Liquidität in den Aktienmarkt reinfließt. Aber wir haben eine wichtige Sache. Wir sind im Moment, zumindest hier, was den Stundenchart betrifft, im Abwärtstrend. Und solange das nicht ist, würde ich sagen, waren das nur Auslöser für eine kleine Unterbrechung des Bärmarktes, beziehungsweise des Downtrends hier. Bärmarkt ist vielleicht ein bisschen zu viel gesprochen. Und wir haben von der Strategie, die wir gestern
vorgestellt haben, im Prinzip null Abweichungen. Und die heißt Sell the Rally. Das heißt, wir sind weiterhin hier, solange wir keine Aufwärtssequenz sehen, werden wir konsequent versuchen, hier entsprechend die Rallye zu verkaufen. Das heißt, im S&P aktuelles Niveau bis 28,25, das wäre hier der nächste Mega-Widerstand, sind sehr gute Verkaufslevel. Ich werde mich heute wahrscheinlich für die 28,25 auf die Lauer legen. Dann DAX, gehen wir zum DAX. Wir haben im DAX ein ähnliches Bild, wir sind hier auch stark zurückgelaufen. Bitte nicht von diesen Trendlinien irritieren lassen. Die Trendlinien sind nur zur Illustration. Den Markt interessieren die nicht. Was den Markt interessiert, sind Hochs und Tiefs, weil die sind echt gehandelt. Eine Trendlinie ist immer imaginär. Aber wir sehen eben auch hier, das Muster ist intakt und wir haben nur nichts anderes als hier Anfang Mai, wo wir auch, nachdem wir fallende Hochs und Tiefs hatten, das heißt, wo rechtzeitig der Markt angekündigt hat, ich möchte nach unten, eine gute Gegenbewegung gehabt. Nochmal hier an diesem Verkaufsbereich, Top-Verkaufspunkt. Und jetzt sehen wir wieder gute Bewegung hier an diesem Verkaufsbereich, Top-Verkaufspunkt. Also für uns ist das hier nicht der Start einer neuen Rallye, sondern für uns ist das ein Top-Niveau zum Verkaufen. Ja, und so nutzen wir das. Es kann sein, dass der Markt manchmal 2-3 Tage stärker geht, als man denkt. Dafür muss man dann eben mit Re-Entries arbeiten, aber tendenziell hat sich hier an diesem Bild erstmal nichts verändert. So, kommen wir zum Bund Future. Und da könnt ihr auch den T-Bund Future Chart zeigen, wir sehen da schon. Der explodiert weiter. Hier, da, heute Morgen wieder. Ja, ich meine, wie geht das Ganze zusammen? Wir haben hier diese Negativzinsen in Europa. Wir haben, ich zeige es euch jetzt, den ZBF. Ja, das sind die T-Bonds. Die haben gestern mal so ein kleines bisschen zurückgegeben. Heute Morgen sind sie aber schon wieder auf dem Weg nach oben unterwegs. Das sind die Märkte. Ja, warum sinken hier die langfristigen Zinsen? Das sind Rezessionsängste, die da drin sind und sollte da nur ein bisschen Fleisch an der Idee sein. Und normalerweise sind die Bondhändler die cleveren Händler, weil das der größere Markt auch ist. Ja, also der Bondmarkt ist viel größer als der Aktienmarkt. Und wir haben das ja schon im April erwähnt. Das ja, es war ja hier im April schon zu sehen. Im März ging es hier nach oben, dass hier was faul ist und dass wir auf dem Aktienmarkt uns an einiges einstellen könnten. Und der Mai hat es dann ja auch gezeigt. Also die Trends in den Bondmärkten sind klar, die sind aufwärts. Und die sind natürlich so krass aufwärts, dass die guten Kaufgelegenheiten, wie ich sie gerne gehabt hätte, nämlich hier auf diesem letzten Top, da haben wir in den letzten 2 Marktkommentaren gesagt, würden wir gerne kaufen, dass die nicht ausgeführt worden sind und dass der Markt hier bis jetzt die nicht erreicht hat. Hier muss ich sagen, im Moment erstmal geduldig abwarten. Das nächste Kauflevel würde sich dann hier bilden, wenn wir deutlich über die Hochs gehen, aber jetzt die Ausbrüche würden wir nicht kaufen. Das halten wir für keine gute Idee und wir warten jetzt hier auf den Rücksetzer weiterhin hier im Bondmarkt. Ja, letzter Markt und da gibt es eine interessante Beobachtung und das ist der Euro-US-Dollar. Also Euro-US-Dollar, klassischer Abwärtstrend, fallende Hochs und Tiefs auf dem Daily-Chart. So weit, so gut. Wir sehen das hier auch in diesen kleineren Zeitebenen, also hier nach unten. Jetzt haben wir aber an dem Tag hier, da, einen sogenannten doppelten ATR-Tag gesehen. Für uns ist das immer eine Umstellung, das heißt Schluss mit abwärts, aufwärts. Das heißt, wenn wir uns, ich gehe jetzt in den Stundenchart, merkt euch einfach mal die letzten 2-3 Tage im Juni, das hat gereicht, obwohl wir noch keine steigenden Hochs und Tiefs haben, aber der doppelte ATR-Tag hat gereicht, um den Euro hier aufwärts zu sehen. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, weil wir sind jetzt zwar zurück in der Range, aber wir müssen jetzt folgende Argumentation uns hier betrachten. Natürlich wird bei einer Rezession auch der Euro-Wirtschaftsraum unter Druck kommen. Nur wir sind hier, wenn wir uns die Zinsen angucken, hier sind wir schon im Bereich bei den langjährigen Zinsen bei entsprechend 0,2%. So, also für 100 Euro, die der Staat sich leiht, bekommt er noch 20 Cent geschenkt.
Das ist in den USA anders. Da sind wir bei 2% plus. Das heißt, da bekommt man noch Zinsen. Und worum es im Währungshandel geht, sind relative Änderungen, also nicht die absoluten. Und ihr seht schon selber, wir können hier uns relativ viel, viel stärker mit den Zinsen fallen in den USA als im Euro-Raum. Also mit einer Wahrscheinlichkeit. Wir können natürlich auch hier, wenn die USA auf 0 geht, hier auf minus 2,2 gehen, dann wären wir gleich gefallen. Aber wahrscheinlich werden wir, wenn die USA auf 0 geht, vielleicht auf minus 0,5 fallen oder so. Und das heißt, aufgrund dieser Verschiebung der relativen Zinsen, das ist das zumindest, was der Markt annimmt, besteht hier eine Chance für eine kleine Euro-Rallye, die durch den ATR-Tag angekündigt ist. Solange wir über dem Tief von dem ATR-Tag sind, gilt das. Und wir sehen jetzt erstmal Potenzial für diese Euro-Rallye Richtung 1,15 bis 1,16, also hier an diesem Widerstandsbereich. Und danach müssen wir weiter entscheiden. Aber der Euro hat demnach auf Long gedreht und ist eben entsprechend Long zu handeln. Das ist eben ja, nochmal das Wichtige für heute. So, haben wir heute einen relativ ausführlichen Marktkommentar gemacht, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, die Situation einzuordnen, weil der Tag gestern vielleicht dann doch irritierend sein könnte durch seine Stärke, aber er war nicht stark genug, um den Markt auf die Bullseite zu drehen, also kein doppelter ATR-Tag. Ja, und jetzt geht's ans Traden. Ja, wir haben die guten Level im DAX und im S&P bereits zum Verkaufen erreicht. Ein bisschen höher kann es vielleicht heute in der Sitzung noch gehen. Also DAX, S&P bleiben weiter short, Euro ist long und Bund ist sowieso long. Wünsche euch gute Trades, bis morgen, bye bye, euer Birger.